Hallo Leute, hallo liebe Retro-Freunde, heute habe ich ein kleines Special für euch. Und zwar präsentiere ich euch die Retron 3 Konsole, die es momentan auf dem amerikanischen Markt zu haben gibt. Und wer kennt das denn nicht? Irgendwann gibt jede geliebte Konsole mal ihren Geist auf. Und was machen wir da? Kaufen wir uns nochmal dieselbe Konsole wieder, in der Hoffnung, dass die ein bisschen länger durchhält? Oder holen wir uns gleich eine neue Konsole? Abhilfe schafft natürlich die Retron 3 Konsole, die auch ganz backfrisch draußen ist. Was heißt backfrisch? Sie ist einfach niegelnagelneu und ihr habt da Garantie drauf. Und was das Ding hier so unter dem Kasten hat, das schauen wir uns doch mal genauer an. Wir fangen an bei der Optik der Retron 3 Konsole. Ja, ich muss sagen, als ich das Ding hier ausgepackt habe, das Ding ist nicht nur billig Plastik verarbeitet, sondern stinkt auch wie die Hölle, ziemlich chemisch. Am besten nach dem Auspacken lasst ihr das Ding mal auslüften. Es stinkt echt pervers. Aber was das Ding hier noch so unter der Haube hat, das erzähle ich euch gleich. Von der Optik her ist zu sagen, schlichtes Design, es ist keine Optikgranate. Manche sagen auch, das Ding wäre hässlich. Aber was hat das Ding dann so auf dem Kasten? Wir können mit der Retron 3 Konsole NES, Genesis und Super Nintendo Module abspielen. Und zwar, das werdet ihr im kleinen Video dort angezeigt bekommen. Wir können per Switch-Schalter uns auswählen, welches Modul gerade in der Konsole drin steckt. Wir haben einen Power-Schalter und einen Reset-Schalter. Und ja, was hat's noch drauf? Vorne sehen wir zum Beispiel Controller-Ports für Super Nintendo. Wir können zwei Controller anschließen. Wir haben auch an der linken Seite NES-Controller-Ports, auch jeweils zwei Stück. Und an der rechten Seite haben wir Sega Genesis-Controller-Ports, auch zwei Stück. Aber was das Ding hier noch hat, das zeige ich euch sofort. Und zwar ist es dieses Gamepad von Hyperkin mit bei der Konsole beiliegend. Aber so berauschend finde ich das auch nicht. Wie gesagt, das Ding ist super schlicht verarbeitet. Die Konsole gibt es übrigens in zwei Farben. Einmal in diesem Rot hier und natürlich auch in Schwarz. Ihr habt dort alle Buttons, die es zum Spielen benötigt, unserer Retro-Konsolen oder Konsolenspiele. Wir haben einen Start-Select-Button oder einen Mode-Button oder einen Reset-Knopf. Wir haben alles Mögliche, ne? A, B, C, X, Y, Z. Ihr könnt das alles manuell einstellen. Und was ich ziemlich scheiße finde an diesem Controller, hinten das Batteriefach. Das Batteriefach ist nochmal mit einer extra Schraube versehen, sodass ihr nicht einfach die Batterien einlegen könnt. Nein, ihr müsst das mit einem Kreuzschlitz-Schraubenzieher aufziehen oder aufmachen und dann könnt ihr erst die Batterien wechseln. Das Ganze wird per Infrarot hier vorne in die Konsole gespeist. Was ich aber nicht so cool finde, im Praxistest hat es ergeben, dass die Reichweite dieser Controller nicht die beste ist. Falls euch eure Controller wiederum auch abgeraucht sind, könnt ihr jedenfalls auch eine günstige und billige Alternative oder Nachmache auf Amazon erwerben. Ich werde euch natürlich alle Links dazu in die Videobeschreibung knallen. Es wäre schön, wenn ihr mich supportet und über den Link bestellt. Müsst ihr aber nicht. Aber ich möchte es angemerkt haben, dass ihr alle Links zu den Sachen hier auch in der Beschreibung findet. So, kommen wir doch mal zu der Rückseite und das ist das Spannendste an dieser Konsole. Wir haben dort beide Audioeingänge. Das ist einmal natürlich für Stereo-Sound, einmal das rote Kabel und das weiße Kabel. Und wir haben einen Videoausgang, das gelbe Kabel. Aber was das Besondere an dieser Rückseite ist, dieser kleine Schalter hier. Und zwar, ihr könnt damit nicht nur normale AMI-Module abspielen, ihr könnt damit auch europäische sowie japanische Module abspielen. Dadurch switcht ihr einfach auf den J-Stand und dann könnt ihr natürlich eure japanischen Module abspielen. Dann haben wir einen S-Video-Eingang und auch den Stromeingang. Ich möchte euch
unbedingt noch mal was zu diesem Stromadapter hier sagen. Dieser Stromadapter ist nicht nur ein amerikanischer Adapter, der in unsere europäischen Steckdosen nicht reinpasst. Nein, ihr dürft nicht einfach irgendeinen Aufsatz kaufen, weil dadurch schrottet ihr eure Konsole. Die europäischen Steckdosen haben über 200 Volt und dieses Teil hier braucht um die 120 Volt. Was könnt ihr also tun? Ihr kauft euch bei Amazon dazu, für 10 Euro gibt es einen Converter, der den Strom wandelt. Sprich, unser Strom von 220 Volt wird auf Ami-Niveau angepasst. Das sind so um die 120 Volt. Und dadurch könnt ihr sicher und gut mit eurer Retron spielen. Bloß nicht die kleinen Stecker nehmen, weil habt ihr diese reingesteckt und jagt die durch unseren Strom, fetzt euch die Konsole durch. Im Hintergrund seht ihr schon, wie ich diese drei Spiele hier teste. Wir haben hier einmal Bart vs. The World. Das ist ein NTSC-Spiel, sprich ein Ami-Modul. Das habe ich getestet. Funktioniert einwandfrei. Dann habe ich das amerikanische Killer Instinct als Super Nintendo-Version auch reingesteckt. Funktioniert auch wunderbar. Aber ich dachte, komm, wir machen mal jetzt hier den ultimativen Test und jagen ein japanisches Genesis-Modul da rein. Und zwar ist das Alien Storm. Wie ihr hier an der Packung sehen könnt, ist das ein astreines japanisches Modul und siehe da, das funktioniert auch. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ey Zimmy, warum holst du dir so einen Schrottnachbau hier? So Schrott würde ich jetzt nicht direkt sagen. Ich habe alle Original-Retro-Konsolen, aber wie das ist, ab und zu durch altersbedingten Sachen schmieren die Konsolen einfach ab. Ich bin auch kein Fan von Emulation und so weiter. Das wisst ihr ja bereits. Aber das Ding hier ist halt echt eine Alternative, wenn ihr nach wie vor Retro-Konsolen bzw. Retro-Spiele zocken möchtet und das natürlich bestenfalls im Original, dann würde ich euch auf jeden Fall die Konsole hier empfehlen. Was kostet das Ding? Das Ding kostet um die 70 Dollar. Und wenn wir das Ganze jetzt in Euro umrechnen, würde ich sagen, wir zahlen so um die 70, 80 Euro, weil es kommen ja natürlich auch noch die Zollgebühren drauf. In diesem Sinne, das war's von mir, eurer Frau Zimmy. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an diesem kleinen Video. Ich hoffe auch, dass ich alle eure Fragen damit beantwortet habe. Falls nicht oder falls ich was vergessen haben sollte, könnt ihr mir das natürlich in die Comments klimpern. Ich versuche euch da ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Also fühlt euch frei, das Ding hier zu kommentieren. Und in diesem Sinne, keep on socking, eure Frau Zimmy, macht's gut.